Und dann bin ich immer noch vorgezogen. Ja, nee, warte, ich ziehe jetzt mal vor. Und Okay, zwar ja. mit der kleinen Selinde. Die blasse Moorleiche ist in Raserei gegangen, wurde einmal angeschnitten, und damit springt sie dich jetzt an. Möchtest du mir Ihren Ini-Wert verraten? Irgendwo bei 30. Möchtest du mir Ihre Distanzklasse verraten? Ich muss gerade mal schauen. Das kleine Kind im Moor kämpft mit ihren Händen. DKH. Ah, halte ich gegen. Sie möchte dich würgen. Und das Schöne ist, dass sie in Raserei ist und das ignoriere ich. Du kannst es nicht ignorieren. Du kannst meine Kontrollzone ignorieren, aber nicht meinen auflaufen lassen. Ja, genau. Es geht um das Auflaufen lassen. Ja, dann gut. Dagegen halt ist okay, sie hat 10 Punkte Bonus Ich da wollte allein gerade dadurch, sagen, dass also sie sie ihr kriegt Ding. nur eine 12er Erschwernis, das ist schon. Ich Ist wollte auch gerade noch. sagen, nee, das stimmt schon. Also du hast recht, die Kontrollzone kann sie ignorieren, wenn sie da wieder rausläuft. Eigentlich könnte ich reinlaufen, dich einmal schlagen und wieder zurücklaufen, aber ich mach jetzt einfach mal den Sturmangriff. So, Ist 11. für sie eine 16er Erschwernis, ist das geschafft? 16er Erschwernis. Sie kriegt 4 Punkte vom Sturmangriff selbst, dann kriegt sie 6 Punkte, weil sie DKS durchlaufen muss, die sie nicht hat. Dann kriegt sie nochmal 6 Punkte, weil sie DKN durchlaufen muss, die sie auch nicht hat. Zweimal die Distanz, was er erschwernt? Die AT des Angreifers ist es um 6 Punkte erschwert, da eine. Okay, sorry. Tatsächlich steht hier nur was von einer. Ich habe mich vertan, sie hatten nur eine 12er Erschwernis. Nee, 6 plus 4, eine 10er. Ja. Und rechnen kann ich auch nicht, scheiße. Jetzt ist es geschafft, Prosti. Ich meine, ich halt trotzdem gegen, aber. Das ist nicht geschafft, ne. Gut, das ist, hier kommt noch eine Erschwernis drauf, dann kommen. Ja. Machen wir mal Schaden. Sagst du mir ihren Sturmangriffsbonus? Ja, ich muss gerade gucken. Geschwindigkeit ist von ihr 15. Hälfte davon sind 8 plus 4 vom Sturmangriff sind wir bei einer plus 12. Die kriegt sie, also würde sie auf ihren Schaden noch kriegen, wenn sie welche machen dürfte. Ja, richtig. Also wenn man auflaufen lässt, nimmt man trotzdem den Sturmangriffsschaden noch zur Hälfte, wenn man es schafft. Darf sie nicht, ihre höhere Ini ausnutzen und das auf ihre Attacke draufschlagen? Oder bin ich jetzt bescheuert? Ja, sie kriegt das auf ihre Qualität drauf, aber wenn sie den Sturmangriff nicht schafft, ist das egal, denn Ach dann kann sie es so. gegen halt nicht gewinnen. Ach so, sorry. Also die höhere Ini ist nur für den Vergleich, die gibt keine Erleichterung. Aber 30 ist ordentlich. Ja. Die habe ich Respekt vor. Wie viel Schaden hast du gemacht? 25? 25. Nimmt sie. Nimmt sie. Der Buttergolem hätte zuerst zweimal Jalan angreifen müssen, dann die Kleine auf Jalan. Ja, du Richtig, hast das wäre jetzt das Beste einmal gewesen. Gegenhalten gemacht. Dann denk bitte dran, mit deinen Aktionen. Ich habe jetzt noch einen Angriff und dann eine beliebige. Ja. Dann die 30 von Selinde ist erstmal durch. Ömer, möchtest du noch was? Sonst mache ich jetzt den Ich Fleischgolem. ziehe nicht vor, ich ziehe nicht vor. Gut, Fleischgolem ist dran. Ich wird mal Ja, da. dann los, dann zieh vor. Vergrößerung der Inifaxius, Vergrößerung Reichweite, halbierte Zauberdauer, sprich 5 plus 5 sind 10, halbiert für Gildenmagier sind plus 5 auf den da. Den Seher. Einen Ignifaxius. Genau. Eine plus 5, wie gesagt. Ich muss vorher sagen, ich setze 6 Würfel ein. 6 Würfel. Und los geht's. Geschafft. Wow. Ist das wie bei Dämonen bei denen, dass sie den die MR abziehen dürfen von dem Wurf oder ist es Hat nicht da? er die Sonderfertigkeit Geisterpanzer? Nein, hat er nicht. Er ist auch kein Untoter. Dann darf er nicht. Er hätte noch eine Dann, dann, ausweichende dann, dann wenn er, Chance. wenn er wirklich lebend ist, dann ist es natürlich wichtig, eine Aurapanzer hat. Das würde helfen. Also Er noch kann nicht. Ja, noch nee, also ausweichen du kannst mit einfach plus 5, wenn du willst. plus Aber nur wenn er 5. es kommen sieht. Nur wenn er Plus es kommen 5, ja, ist sieht. möglich. Ich weiß nicht, wie Sieht das blind der Typ ist. wenn er, wenn er, wenn er eine, wenn er mich beobachtet und erkennt, was ich mache. Er zaubert gerade selber. Ich würde sagen, ja, weil er nur eine Aktion. Er zaubert eine Aktion. Was das wird, mache ich gleich in meiner Initiativphase. Nicht, wenn er jetzt stürmt. Ja, weiß ich nicht. Ich würde ihm einen Ausweichenwert von 8 geben, ne? Aber wenn er jetzt ausweicht, muss er seinen Zauber abbrechen. Nee, muss er nicht, weil der Zauber ja nur eine Aktion getan hat, das Ich hat er ja wollte gerade vorher schon sagen. gesagt. Das heißt, Jetzt aber aber du bist noch, geschafft, du bist plus noch in 5 der wieder. Zauber, du bist, ist egal, du bist noch in der Er schafft Zauberdauer es und nicht. während Also der plus 5 Zauberdauer kannst du, erschwert. bist 8 noch in der plus Zauberdauer und während der 5 nicht Zauberdauer geschafft. kannst du keine Dings machen. 8 plus 5 ist Gut. nicht geschafft. 6 Würfel bitte von Abelmir. Ich kann Gib leider ihm! 5 einstellen, aber ich würfel mal 5 und dann Ja, noch einen Wechsel. du kannst auch mit Ach Rechtsklick so. kannst du dir mehr Würfel nehmen. Oder noch mal. 18 und einen mehr.
Und kam er an? Nee, kam nicht an. Jetzt. In die Chatbox. Oh. Ich habe immer noch nichts. Jetzt? Ja. Sind 24. Ah. Und dann bitte einmal den Sekundärschaden vom Feuer vorlesen. Für Wunden. Sekundärschaden für 10 angerichteter Trefferpunkte, also der Rüstschutz um 1. Die BE bleibt gleich. Und Elementarfeuerschaden wird ein halber höher als Strukturschaden und Gegenstand, aber das hat er nicht. Insofern. Und fängt an zu brennen. Genau. Und er kriegt 24 Schaden in die Brust. Das heißt, wenn das Wunden ergibt, dann gibt das auch noch jetzt hier Blutungsschaden. Dann würfeln wir bitte. Die Körperzone? Ja, zwei Wunden kannst du mir nochmal geben. Sind zwei Nee, keine Körperzone wird gewürfelt. Das ist immer Brust beim Ignifaxius, außer du sagst angezielt in eine andere Zone. Das ist schon krass, gesagt. Ne? Echt cool, wusste ich gar nicht. Das läuft immer die Brust. 2W6 zusätzlich für Brust, also. Weil Wunden. Nulaus, der Typ scheint kein Untoter zu sein. Dieser, der Sehende. Oh. Außerdem können Untoter auch Wunden nehmen. Nicht alle sind da immun gegen. Dann erhält er jetzt 32 Trefferpunkte. Ja, steht jetzt in Brand eine lodernde Fackel. Und, fällt auf den Boden, wälzt sich erstmal, hat seinen Zauber also nicht durchbekommen. So, Abelmir hat er vorgezogen. Jemand noch vorzulegen? Sonst ist jetzt... Ja, bitte. Ich würde gern mein Flammschwert entzünden. Oha. Wie lange dauert das? Eine Aktion. Dann greifst du an deinen Zauberstab, ne? Ganz genau. Konzentriere mich kurz und plötzlich flirrt die Luft und da ist ein Zauberschwert, ein flammendes Zauberschwert in Isaruns Hand. Sieht aus wie ein ganz normales Langschwert, nur die Klinge ist aus Flammen. So, Torgosch, dann schieß doch mal mit Igna und der Armbrust. Was hat er denn für einen Wert? Ich würde ihm normalerweise sowas wie eine 15 geben und jetzt hast du gezielt, ist auf alle Fälle getroffen. Worauf hat er geschossen? Ich wollte jetzt einfach ein B6 würfeln, von denen, die übrig sind, weil ich nichts angesagt habe. Also den ersten, der ganz hinten steht, altes Mütterchen. Altes Mütterchen, ja, die hat bisher noch nicht so viel gemacht. Dann schießt er auf die. Schaden von, was ist das, eine leichte Armbrust? Das ist eine Windenarmbrust. 2W6 plus 4, oder wie viel macht die? 6. 2W6 plus 6, 14. In das alte Mütterchen. Obwohl, warte mal, was ist die Reichweite? Das sind 24, richtig? Innerhalb von 30 Metern macht die nochmal plus 2 Schaden. Autsch. Also 16. Ja. Wunschwelle minus 2, es tut weh. Igna, ich bin so stolz auf dich. Igna, wir sind alle stolz auf dich. Du hast mal was getan. Das erste Mal. Egal. Gut, dann ist Igna durch. Torgosch. Kann ich einen Schritt machen und sonst keine weiteren Aktionen? Also einen freien Schritt? Du musst ja nicht vorziehen. Ja, ja, aber ich meine, also ich will nur den Aktion, Schritt vorziehen. Freie Aktion, ja. Ein Schritt geht, klar. Okay, dann möchte ich mich mittig so stellen, dass ich in Janans Rücken stehe und noch vor Iolaos. Ja. Erlaube ich dir und dann wartest du erstmal ab. Ja. Abelmir ist fertig, Iolaos ist fertig, Isarun ist... Ich habe noch eine Aktion, genau. Ich würde nämlich noch auf die Amazone zulaufen. Okay, 8 Meter. Jalan hatte noch ein paar Aktionen, ich glaube 2 Stück, ne? Ich möchte vorziehen. Ich möchte mich an der Aktion konzentrieren und meinen Armatrotz auslösen. Oh, jetzt fängt's an, alles klar. Dann hast du von der 20 minus 8, 12 minus 8. Dann bist ich glaube, du mit deiner dritten Aktion nach dem Fleischkonstrukt dran. Ist es nicht eigentlich eher so wie beim... Ja, das hast du schon mal gefragt und ich sage dir, weil wir es nicht ausdiskutiert haben, minus 8, minus 8 und nicht minus 4, minus 4. Alles klar. Ich meine, sowieso egal, denn ich pariere hin, aber... Gut, jetzt bin ich mit meiner 10 dran. Ich fange an mit dem alten Mütterchen, das wurde gerade getroffen und das sagt jetzt einen Krähenruf an und zwar auf Igna, Sohn des Artogrosch. Weil sie eine Hexe ist und die automatisch mit der 13 den Zauber wirken, die Faulkrähen, kommen jetzt Faulkrähen aus einem schwarzen Limbusportal, was mit irgendeinem sumpfigen Matsch noch nach unten tropft, während da zahlreiche untote, verfaulende Krähen aus diesem Portal herausstürmen, die sich jetzt auf Igna legen. Die Dageldachshexen. Wie viele Krähen kommen da denn? Das ist ja interessant, das sind immer so zur Anzahl wie 20 an Attacken und
Machen, glaube ich, mal ein SP, war das Problem. Dann muss ich gerade mal schauen. Wo ist denn Regeln, lieber Kantiones? Soll ich das nachschauen? Du machst weiter und sagst einfach nur, wie viele Sterne? Ja, 13 Stück. 13 Sterne und dann kannst du mir gleich mal die Regeln verraten. Das wäre ganz cool von dir. Dann habe ich die Hexe durch. Der Sehende liegt am Boden und dann darf ich jetzt noch den Fleischgolem benutzen. Ja. Da habe ich eben ja schon so eine schöne Attacke gewürfelt. Mache ich weiß ich nicht. So, er hat eigentlich eine Parade von 2, aber die braucht er gar nicht. Ich möchte gerne angreifen. Ich oder Inga? Togosch. Togosch. Ja, halte ich gegen. 2. Getroffen? Ja, ich halte halt gegen. Ja. Wirst du wahrscheinlich gewinnen. Nichts. Wow. Ist ein Angriff 4er Schwernis. 4er Schwernis, ja. Dann hast du es nicht geschafft. Ja. Okay. 3W6 plus 3. Ja. Geht sogar noch. Das geht sogar noch. 16. Ah. Ja, wohin? Würfel mal Torso. Kannst 16 du in den Torso. 11 kriege ich. Also eine Wunde. Das ist nochmal 1W6 zusätzlich. Beschreib mal die Szene, wie der Prügelkrabbel dir seine fette Faust in den Magen rammt. Ja, man ist vollkommen entsetzt, reißt den Kopf nach hinten, Ignar fängt an zu schreien und im gleichen Moment bemerkt man, man ist abgelenkt und der Fleischguder nutzt es eiskalt aus und trifft Torgos schwer im Bauch. Man atmet schwer aus und spuckt etwas Blut. Gut, dann, Ömer, hast du die Regel schon gefunden? Ja, ich habe nur eine Sache nicht gefunden, und zwar, ich kann sagen, was ich bisher gefunden habe, und zwar, es kommt ZFP-Sternchen halbe Krähen, das wären in dem Fall also 13 halbe, das heißt 7 Krähen, ja. Die gehen auf einen einzigen Gegner, wenn du nichts anderes modifiziert hast, und die kämpfen bis zu 20 Kampfrunden mit einem fragwürdigen Attackewert, den ich nicht rauslesen kann aus dem Zauber, weil da steht einfach nur drin, schauen Sie mal nach, in den Büchern für Krähen. WDZ oder Zobot. Genau. Problem ist, Zobot hat keinen Antrag für Krähen. Irgendwo bei Raben, ja. Für Raben, für Krähen werden sie sicherlich irgendwo haben oder für in der WDZ dürfen sicherlich auch für Raben, für Rabenhexen. Auf der nächsten Seite sind die Werte für die. Du hast recht, entschuldige. Attacke 8. Okay. Gut, dann würfeln wir 7. Nee, 9. ZFP-Ständchen halbe plus 2. Achso, 9 Stück. 6, 7, 8, 9. Und sie treffen auf die 8. Bei mir steht ZFP-Stern. Nee, da steht Sternchen halbe plus 2. 1, 2, 3 Stück sind das. 3 Krähen, die Ignar jetzt zerfetzen. Oh, die Hexe ruft einen Schwarm von ZFP-Sternchen plus 2. Ach, ZFP-Sternchen plus 2. Oh, krass, ich hab mich verlesen. Ihr habt recht, da kommen 15 Krähen. Gut, dann nehme ich mal 15 Würfel. Ripp, Ignar. Ripp. Die machen aber nur 1W6 Schaden. 1W6, von dem auch Rüstungsschutz abgezogen wird. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Du kannst ja aber behaupten, dass 20 sich selbst eliminieren. Das heißt, dann sterben die recht zügig mit der Zeit. Ja, sind 3 Stück. Parade ist um 6er Schwert. Ignar hat zumindest ein bisschen zu tun. Ah, und dann würfel ich auch noch so gut. Sind noch ein paar mehr. 1, 2, was hatte ich eben gesagt? 7 Stück, ne? 3, nochmal 4. Ja, Ignar. Die Frage ist, wie viel Rüstungsschutz er hat. Er darf ja von jedem einzelnen Punkt was abziehen, von jedem einzelnen Würfel. Wahrscheinlich 2 oder 3. Und das solltest du jetzt festlegen, dann können wir das einmal so zusammen. Dann legen wir den auf 3, dann kämpft er in Metall. Er ist ein Zwerg. Er ist ein Zwerg, genau. Dazu muss erstmal ein bisschen was zu tun. Das war die Hexe, die hatte ich eben. Den Fleischgolem hat er jetzt einmal zugeschlagen auf Torgosch und er kann noch ein zweites Mal eine umgewandelte Attacke, weil er nicht parieren will oder muss. Der Seher hat, wie gesagt, immer noch nichts zu tun. Die kleine Selinde hatte schon Sturmangriff. Die Amazone darf ich gleich noch machen. Die ziehe ich schon mal hier ran und die wird auch zu einem Sturmangriff ausholen, um Dracodan zu richten. Dann würfel ich einfach mal die Amazone einmal. Das ist nicht getroffen. Und dann würfel ich den zweiten umgewandelten Angriff von dem Konstrukt gegen Torgosch. Halte ich wieder gegen. Kannst du das denn nochmal wieder gegenhalten? Ja, ich habe bisher nur einen freien Schritt gemacht. Die Elf ist auch nicht getroffen. Ja, versuche ich gegenzuhalten. Ist natürlich um 8 das Schwert, schaffe ich aber auch nicht. Kostet gegenhalten 2 Aktionen oder eine? Das ist einfach nur eine Verteidigung, ne? Eine.
dann hast du es geschafft und kannst Schaden machen. Nee, habe ich nicht. Ich habe doch umgewandelt. Ich habe jetzt meine Attacke doch umgewandelt. Also plus 4, plus 4. Genau, plus 8. Dann bin ich, glaube ich, durch, oder? Immer war noch nicht. Immer lebt nämlich 2 von 3 benötigten Aktionen mit seinem neuen Elfenbogen nach. Der hat eine Zeit von 3 Aktionen. Elfenbogen. Wir müssen vorsichtig sein. Nächste Kampfrunde. Die ich bin auch da, oder? 4. Entschuldigung, hattest du in dieser Kampfrunde noch nicht? Du hast ja Ignifaxius geschossen. Ja. Genau. Vorletzte Kampfrunde, oder? Nein, das war diese. Achso. Nächste Kampfrunde. Sorry. Jetzt darfst du. Alles gut. Ich bin noch nicht dran, oder? Du darfst, kannst jetzt vorziehen. Wir sind jetzt in der 4. Kampfrunde. Dein Ignifaxius wurde eben gerade abgeschossen. Dann würde ich mich Sprint erstmal dahin. Und dann dorthin begeben. So. Also zweimal laufen. Genau. Nicht sprinten. Sprinten ist verdoppelt denn, oder? Sprinten ist Geschwindigkeit mal 3. Dann hätte ich so die Chance noch, hinter die Amazone zu gelangen, was ich die nächste Runde zuschlagen könnte. Genau. Kann sie auch zuschlagen, wenn sie mag. Wenn sie umdreht, ja. Du kannst erkennen, dass Drakodan wohl selber sich halb versucht zu verteidigen. Er hat immer noch die Axt, mit der er den Schädel vom Drachen abgeschlagen hat, aber er ist wohl selber gerade dabei, an einem Fuß, an einem Handstück von dem Perldrachen herum zu fuhrwerken und hat er gerade versucht, einen glänzenden schwarzen Gegenstand hervorzuholen. Du kannst nicht genau erkennen, was es ist. Dafür müsstest du dich orientieren, beziehungsweise eine Aktion aufgeben, um Sinnesschärfe zu würfeln. Ansonsten kannst du nicht genau erkennen, was das ist. Hat da wohl noch irgendwas vor? Ich hatte meine 3 Aktionen jetzt verbraucht, wie gesagt. 2 Aktionen, genau. Oder 2 Aktionen für Sprint mit 3. Das wäre dann etwas für die nächsten Sachen. Genau. So, dann Fleischkonstrukt. 10. Möchte vorziehen? Ja, los. Ich möchte auch vorziehen. Dann macht die Jolle aus erst, oder? Du bist schneller als ich. Ja, dann versuche ich irgendwie den Hinde zu ignorieren und dieses Fleischkonstrukt anzugehen, da Igna gerade ordentlich in Schwierigkeiten ist. Gut. Machen wir einfach mal einen wunderschönen Stechen mal zur Einführung mal gezielt. Ja, auf S, ne? Auf Distanzklasse S, ja. Hab ich mir gedacht. Also ich möchte gerne eigentlich hier stehen, wenn es geht so. Nee. Und dann ziehen wir den da mal ein Stück zu mir nach so. Ja, da werde ich dir gleich schön in den Rücken vorwerken. Gemach. So. Wie gesagt, wir stechen gezielt, ich kriege ja Schwennis von 3, dann nochmal 3 von seiner, 2 halbe von seiner Rüstung sind wir bei 5. Wird er parieren? Nö, er hat keinen Grund zum Parieren. Seine Parade ist 2, also das muss ich nicht versuchen. Ja, dann gucken wir uns das erstmal an. Du könntest es versuchen. Das ist ein Crit, Dissens-Attacko. Ein glücklicher, genau. Prüfen wir es mal kurz, das ist jetzt ein Crit. Das ist nur ein Crit, genau. Also kein. Das ist ein Crit. Es ist ein glücklicher Tasche mit Crit. Ja, bestätigt. Sie ist auch, ja, richtig. Sie ist auch bestätigt. Das ist bestätigt. Ja. Doppelter Schaden und die halbe Parade ist mir halt egal. Ja, und vor allem Autowunde, zusätzlich zu der Autowunde. Er kriegt keine Wunden. Ja, das hätte ich mir sparen können. Gut. 14 mal 2 sind 28. Das sind gemein. Minus 3 vom Rüstungsschutz bleiben. Nee, geht durch, weil gesiedert Stich. Ach so, gut. Ja, dann halt 28 anstatt 25. Das interessiert ihn bei den 93 nicht. 89 Lebenspunkte minus 25 sind 64. Das war deine erste Aktion. Gut. Möchte jemand weiter vorziehen? Iolaus hatte was gesagt. Ja, ich spreche ein Guardianum. Guardianum. Wie lange hat er Zauberzeit? 2 Aktionen. 2 Aktionen, dann sprich ihn bitte. Ja, Guardianum Paradei, schütze mich vor Zauberei. Minus 3 plus 3, weil ich ein Schild gegen Zauber mache daraus. Du hattest auch gerade den Armatrutz noch an, richtig? Nee, gar nicht. Das war Isarun und Abelmir hatten einen. Ich habe gar nichts an. Wegen aufrechterhaltenem Zauber, aber das stimmt ja gar nicht. Ich habe simultan Zauber und ich kann mehrere aufrechterhalten. Okay, dann hast du Special. Gut. Dann bist du durch. Sag mir mal bitte die Schildstärke von dem Guardiano. Die Schildstärke. Ich habe 1 ASP reingesetzt, plus die doppelten übrigen ZHP-Stern, also 33. Du musst mindestens 3 ASP reinsetzen. Muss ich? Ja, steht dabei. Ja, ich setze 3 rein, also sind es jetzt bei 35. Ja, und wie viele ASP hast du noch? Dann habe ich noch 36. Ich finde es gut, wie ihr vor dem Drachenkampf schon alles ausgebt.
So, Iolaos ist durch. Jana hat noch zwei Aktionen. Isabel möchte. Genau, ich möchte gern vorziehen und zwar möchte ich auf die Amazone zusprinten. Ja, in den Lochrücken. Ja, gerne. Ja. Sprinten. Sind acht, sind eine Aktion. Musst du gar nicht sprinten. Du kannst natürlich auch einen Sturmangriff ansagen oder du kannst sagen Aktion Position, um dahin zu laufen und dann kannst du noch eine Aktion angreifen. Das würde gehen. Ja, dann würde ich eher Position und einen Angriff machen. Und zwar würde ich da gerne Finte 4 machen. Warte, Angriff noch von hinten ist eine Erleichterung von 5 Punkten. Keine Finte an. Eigentlich hast du eine 4er Erschwernis vom Bewegen hast. Warum? Weil man, nachdem man sich positioniert hat, eine 4er Erschwernis bekommt. Auch interessant, wusste ich nicht. Musste ich auch letzte Woche schmerzhaft erfahren. Die hat außerdem ihren Stromangriff verkackt. Okay, also das war, jetzt bin ich im Rücken. Du hast 5 Punkte Erleichterung durch den Rücken und 4 Punkte Erschwernis durch die Positionsaktion. Das heißt, 1 Punkt Erleichterung auf deinen Attackewert und Finte lohnt sich nicht, weil du schlägst in den Rücken. Genau. Ja, das sie stimmt, kann nicht wenn parieren. Ich hinter ihr stehe. Okay, dann wollen wir mal. Sie hat übrigens ein Schild und eine, was ist das, Ochsenherd? Ich muss gerade mal gucken. Irgendwas Ekliges. Zehn minus eins ist getroffen. Flammenschwert. Ach so, richtig, du hast ein Flammenschwert. Mach das willst noch irgendwie... du die Trefferzone? Das, ja, die machen halt elementare gerne... Sekundärschaden. Ach so, das heißt, sie könnte anfangen zu brennen, ne? Ja. Wunden ignoriert sie, aber sie würde trotzdem anfangen zu brennen. Und Moorleichen muss ich gerade mal schauen, ob die noch irgendwie empfindlich sind. Der Ledermann, Eigenschaften, Moorleiche, Schreckgestalt, Ersäufen, durch Wasserhumus gehen, bla bla, nein, hat sie nicht. Gut, dann ist, Dann bin ich wohl dran. Mit deiner zweiten von drei Aktionen. Gut, ich ziehe das Schwert aus dem Nullen wieder raus und mache erstmal einen schönen Befreiungsschlag. Befreiungsschlag. So auf ihn und Selinde. Selinde steht an deinem Rücken. Ja. Dann positioniere ich mich halt mit einer freien Aktion 45 Grad nach links. Dann stelle ich mich auch eine Aktion hin, weil ich habe sowieso die höhere Initiative und kann mich wieder in den Rücken bewegen. Dann steht sie aber auf Torgosch 10. Du kannst dich jetzt versuchen, so gerne so drehen, wie du willst. Ich werde es dir nicht gestatten, weil ich dann sonst zur Not immer vorziehen kann. Also, dann sag das doch, anstatt gleich Hüpfspielchen zu spielen. Wen möchtest du Befreiung schlagen? Wenn ich beide nicht kriege, muss ich sie natürlich nicht Befreiung schlagen. Und deswegen hau ich. Komm, ist egal. 10er Wuchtschlag auf den. 9er Wuchtschlag auf den Golem. Treffer. Nächstes Mal werde ich dir sowas nicht sagen, sondern sage ich einfach nur Stopp und dann machst du trotzdem den Befreiungsschlag, dann stellt sie sich mir anders hin. du hast das die kleinere Initiative und du darfst dann nicht auf sich anpassen, auf das, was sie tut. Na, so, jetzt gerade nochmal eine Verwarnung. Machen wir nächstes Mal. Nimm deinen Schaden. Rechtes Bein. Rechtes Bein sind nur 20? Nur 20. 44 Lebenspunkte. Gut. Zweite Aktion von Jalan. Ömer hat noch nichts gemacht. Torgosch darf noch. Ja. Ich merke, dass das gegen den Fleischbruder nichts wird. Kann ich Selinde angreifen? Ist das möglich? Ja, mit einer Aktion Position könntest du dich dann dahin bewegen. Zumindest steht sie noch in dem Rücken von Jana. Gut, ich gehe dahin. Ja, warte mal, stopp. Dann ziehe ich jetzt erstmal mit Selinde vor und greife einmal Jana an. Gib. Und zwar in deinen Rücken. Ist eine Erleichterung von 5. Jo. Komm schon, was hast du? Ja, ich guck gerade. Ich mache eine Aktion Position, 4 Schritt nach hinten und mache dann einen Sturmangriff in deinen Rücken. Ja, das haut hin. Das ist derbig, aber es haut hin. Ist eine 8er Erschwernis insgesamt. Ja. Warte, sie kann dann nicht mehr Sturmangreifen, weil der Sturmangriff beide Aktionen braucht. Es sei denn, sie hat neuerdings mehr als 3. Bei Raserei? Bei Raserei gibt ihr nicht mehr Aktionen. Nur freie Aktionen gibt es. Ja, könnte sie sich halt nach hinten bewegen. Also sie hat es mit der 18 hat es sowieso nicht geschafft. Scheiße. Rein regeltechnisch kriege ich jetzt Passierschläge, aber lassen wir mal, weil nein, und so. Kriegst du nicht. Kein Passierschläge. Bei Raserei kriegst du keine Passierschläge. Ah, das ist gut zu wissen. Also auch nicht für gefällte Sturmangriffe.
Ja, egal okay. Für was, du kriegst keine Sturmangriffe, du kriegst keine Passierschläge niemals gegen rasende Gegner. Okay, richtig. Gut, dann weiter. Hat sich gut, das dann darf jetzt Torgo, Entschuldigung. Ja, ich versuche sie, ach, scheiß drauf. ich versuche sie einfach nur anzugreifen. Ich glaube, den gezielten Stich kann ich mir schenken. Hätte ich den mal gemacht. Ihre Erschwernis, weil ich mich halt bewegt habe. Ja. Macht 11 Schaden in Torso. Ja, 4 Schaden in den Torso. Puh, sie ist weggerüstet. Was? 11 Schaden? Ja. Was hat sie für einen Rüstungsschutz? Rüstungsschutz 4, warum auch immer sie 4 hat, keine Ahnung. Das Kind ist auch kein Legionär, oder? Nee, ist nur ein Kind aus Moos. Ist schwer gepanzert. In den Torso. Dann. Igna wälzt sich auf den Boden und kämpft mit den Krähen, die ihn immer noch unablässig angreifen. 15 minus 3. 15 minus 3 sind 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. Irgendwann wird das Fleisch von den Knochen gerissen. Zappelt weiter auf den Rücken. Ich trage ihm die 7 Schaden weiterhin ein. Er hat davor schon mal 12 bekommen letzte Runde. Jetzt kriegt er noch 7 oder 19. Danke fürs Aufpassen. Dann darf mein Fleischgolem. Schlägt zu. Auf mich? Nee, auf Torgosch. Der hat er sich gerade sowieso nochmal rausbewegt. Aber wenn da er sich rausbewegt hat, kann er ihn ja nicht mehr angreifen. Ja, aber da kann ich ja noch einen Passierschlag machen. Das kannst du tun. Der Passierschlag erschwert um 8. Das ist so umsonst. Krieg ich nicht hin. Und dann mache ich einen Schlag auf ja. Gibt's auf Iolaus. Auf Iolaus. Mit dem steht er noch aber gar nicht im Nahkampf. Ja, dann geht er dahin. Dann einen Schritt kann er machen. Dann kriegt er von mir einen Passierschlag. Wenn er sich nicht aus der Zone von dir rausbewegt. Jetzt bist du einfach nur mit einem Freund im Nahkampf. Das heißt, du kriegst eine Erleichterung von 1. Aber du kriegst keinen Passierschlag für Leute, die sich innerhalb der Zone befinden. Okay, wenn er in der Zone bleibt, dann nicht. Ich dachte, er ging raus. Weiter. So, dann greife ich jetzt Iolaus an. Zwar zweimal. Oh, der erste 4 ist getroffen und der zweite mit Umwandeln nicht. 3W6 plus 3 sind 15. Ausweichen! Ausweichen! Ja, freies Ausweichen, Ausweichen. Kannst du versuchen. Ist natürlich erschwert, weil du im Nahkampf bist. Genau, welche Distanz hast du? 4 Punkte, ne? Welche Distanz hast du? N sind 2. Bei freiem Ausweichen? Ja, bei gezieltem Ausweichen wird verdoppelt die Distanz, hast du einen Modifikator, bei freiem nicht. Denk dran, dass du plus 1 kriegst, weil wir in der Überzahl sind. Nee, das wirkt nicht auf die Paradebasis. Ach, das sehe ich schon, hatte für einen Blödsinn. Der Angriff wird erleichtert und seine Parade wird auch schwer. Ja. So. Also, 3, 2, 1, willst du ausweichen? Ich weiche nicht aus. Dann verlierst du trotzdem Initiative, ich glaube 1W6. Und du bekommst 15 Schaden in das linke Bein.